Sie ist ein Stück heimisches, auch Tiroler Brauchtums, die Quetschen, die steirische Harmonika. Seit 140 Jahren wird sie in der heutigen Ausführung bei uns gespielt. Und wie das Ganze klingt, wenn kundige Hände mit dabei sind, das konnte man am Wochenende in Meierhofen genießen. Die Gemeinde im Zillertal war Schauplatz der Welt- und Staatsmeisterschaften im Harmonikaspielen. Rund 200 junge Leute haben ihr Können auf der Quetschen gezeigt und nicht nur am Instrument, sondern auch sonst, da musste alles perfekt sitzen. So. Hinter der Bühne werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Welt- und Staatsmeisterschaft ist die wichtigste Veranstaltung für Harmonikaspieler. Da kommt auch ein wenig Wettkampfstimmung auf. Ja, schon ein bisschen nervös von mir. Was gehört dazu? Die jetzt sagen auch so wie zum Beispiel Merkel, Una gegen alle. Beim Wettbewerb müssen die Teilnehmer drei Stücke vorspielen. Bewertet werden technische Fähigkeiten, Stil und der Gesamteindruck. Aus Südtirol, servus, grüß Gott. Schön, dass du da bist. Es fällt uns auch als Jury jedes Jahr immer wieder ein bisschen schwerer, Entscheidungen zu treffen. Und wir versuchen, möglichst objektiv das Ganze zu beurteilen natürlich. Aber die Entscheidung wird nicht leichter, denn mit dem Niveau steigt auch der Anspruch an uns als Juroren. Das hohe Niveau sorgt für knappe Entscheidungen. Ein 16-Punkt mehr oder weniger kann schon über einen Platz entscheiden. Vor der Siegerehrung zeigen die Gewinner und frisch gebackenen Staatsmeister jeder Altersklasse ihr Können noch einmal beim großen Festkonzert. Den Weltmeistertitel sichert sich der Südtiroler Alexander Brammer. Das ist für mich schon ein Traum gewesen, seit ich Kind bin. Und jetzt ist es in Erfüllung gegangen. Ja. Der Traum vom Weltmeistertitel wird künftig wohl auch einige der jungen Musiker begleiten.